So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge. Folge 4, meine ich. Ich bin mir schon wieder nicht sicher. Ja, na warte, eine halbe Stunde habe ich aufgenommen, 2 Folgen gab es schon, also Folge 5. Okay, so, wir versuchen jetzt erstmal hier unsere Kollegen zu befreien. Und das könnte sich eventuell als kleines Problem darstellen. Ich glaube. Ja, was glaube ich denn? Ich glaube, die beiden kann ich schon mal wegschicken. Das ist schon mal kein Problem. So, jetzt sollte ich eigentlich die beiden mal nehmen und auch schon mal wegschicken, weil dann habe ich die nämlich auch schon mal. Sheesh, lol. So, komm, wir gehen hier runter, liebe Freunde, komm. Wir gehen hier gemeinsam nach unten. So, genug Zeit haben wir ja hier. So, komm mit. Und dann, let's go. So, hier ist jetzt natürlich die Schwierigkeit. Was ich, glaube ich, versuchen werde, ist Folgendes. Huch, nicht das, sondern ich werde hier nochmal hochgehen. So. Und dann mal gucken, was passiert, wenn ich da oben die Geschichte aktiviere. Dann werde ich ja wahrscheinlich eingeschlossen, aber ich kann die zumindest zu einem Punkt bringen. Nee, Quatsch, guck mal hier. Jetzt geht's hier schneller. Wenn ich da durchkomme, kann ich mit dem anderen das Ding wahrscheinlich wieder verlangsamen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist natürlich schon. Alter, ey, Timing-Sache ist sau schwer, da durchzukommen. Puh. Wie mache ich denn das jetzt? Eigentlich kann ich alle Hallo sagen, die folgen mir ja nicht sofort. Wobei doch, warte mal, die sollen hier warten. Ja, Playtime is over, ist ja alles gut und schön. Dann geht ihr beide mal da rein. 31 habe ich jetzt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 könnte ich noch weiter befreien. So, komm, wir gehen hier runter. Let's go. So, komm mit, mein anderer Kollege. So, ich renne gleich auch durch. Jetzt nämlich. Hoch. Komm, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen warten, bis die Tauben zurückkommen. So, na, wie hole ich mir die denn jetzt? Also ich bin echt gerade überfragt, muss ich wirklich sagen. Ja klar, könnte ich jetzt sagen, hallo at all. Und ich könnte die vielleicht. Ja nee, da haben sie auch kein Interesse. Jetzt sind sie eingesperrt und können nicht mehr mitkommen. Ja, also da bekomme ich die auf keinen Fall durch. Das ist schon mal klar. Ich muss das Ding auf jeden Fall langsam halten. Das heißt, ich muss da eigentlich selbst durchkommen. Also so quasi. Und dann versuchen durchzurollen. Und das in einem zum richtigen Zeitpunkt. Okay, auf ein neues. So, jetzt lassen wir uns echt mal kurz. Ich bin mir echt nicht sicher, wie wir dieser Gerätschaft irgendwie entkommen sollen. Also ich kann die hier befreien. Das ist ja schon mal kein Problem. Das Problem ist aber, ja cool, die oben kriege ich wahrscheinlich auch noch verteilt. Nein. Ja, ich lasse euch erstmal hier jetzt stehen. Ich werde, wenn überhaupt, die beiden hier mitnehmen. So, genau. Ihr kommt jetzt mit. Runter, runter, zack, zack. Da, da. Und los geht's. Kurz warten, bis die Tauben wieder da sind. Das dürfte sofort sein. Ja, und hereinspaziert. Ah, okay, Moment. Ich kann ja mal versuchen, das Ding jetzt hier mal mitzunehmen. Nein, ich will dich nur mitnehmen.
So, jetzt wartet er hier. Och Gott, bin ich dumm. Ja, schade. Das war jetzt ja ein bisschen krass. So. Hi. Hi. Follow me. Follow me. So. Hier, also man sieht schon, es ist schon mit etwas Geschick versehen. Aber ich habe es mittlerweile, glaube ich, dann doch mittlerweile herausgefunden, wie es dann jetzt gemeint ist. So. Du bleibst jetzt da. Dann kann ich das nämlich aufmachen. Dann gehe ich nämlich jetzt hier durch. Sage follow me. So, jetzt laufen wir gleich zusammen durch. Bitteschön. So, genau, dann das gleiche Spiel von neu. So, du kommst jetzt und folgst mir. Genau. Bleibst da stehen. Ah, nee, das ist mir doch zu nah. So. Jetzt wartest du da. Genau. Sag, follow me. So, wartest du eben kurz hier? Ich warte, komm, eigentlich kannst du mitkommen jetzt. Jetzt warten wir eben kurz noch, bis es fertig ist und dann können wir durch. Okay. Gut, das hat auch geklappt. Du wartest jetzt eben hier. Jetzt folgst du mir ebenfalls. Jetzt wartest du. Und ich ziehe wieder die Geschichte. So, genau, durchkommen, mitkommen. Thank you, sir. So, und jetzt warten wir auch eben ganz kurz nochmal ab, bis das durch ist. So. Und der nächste ist gerettet. Ist ja wunderbar. So. Genau, so. Jetzt, ich glaube, ich suche mir eben ganz kurz mal einen Checkpoint. Und lass die anderen erstmal hier nochmal stehen. So, da oben ist ja auch schon einer. So, wunderbar. Und auf wieder ins Vergnügen. Und dann können wir uns nämlich jetzt auch ab und zu mal umbringen, weil hier oben ein Checkpoint ist. So, läuft bei dir, würde ich sagen. So, das gleiche Spiel geht jetzt da oben nämlich auch weiter. So, genau. Ausstellen. Genau, komm mal mit. Geht das? Nochmal ein paar Schritte weiter. Und stehen bleiben. So. Follow me. So. Genau, dann gehen wir jetzt hier durch. Warte noch ein Stück. Jetzt gehen wir... Und du bist auch frei. Klappt ja wunderbar. So. Follow me. Stay there. Genau, jetzt warte ich mir eben kurz, dann laufe ich hier wieder durch und sag, komm mit. Ah, ja, wunderbar. So hat es geklappt. Meine Güte, hat lange gedauert. Aber letzten Endes hat es ja dann doch geklappt. Genau, hier laufen wir jetzt erstmal durch. Und viel Spaß. 38 Ausbrecher. Ach, eine wunderbare Zahl. Huch. Ich wollte da nicht rennen. So. Oh! Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier mal ganz kurz laut werden musste, aber ich wäre fast in diese Fleischhäckselmaschine gekommen. Das wäre traurig geworden. So, wunderbar, wir haben es geschafft. Dummerweise ist mir jetzt wieder ein kleines Malheur passiert, muss ich sagen. Denn, ja, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Jetzt weiß ich schon wieder nicht ganz genau, wann der Part zu Ende sein wird. Traurig aber war, aber gut, jetzt nicht so ganz dramatisch. Ich werde das mal wieder ungefähr nach, ja, wie heißt das, ja, nach Gefühl machen. So, genau, jetzt gehen wir nochmal weiter zurück und gucken mal, ob wir hier schon wieder eine Falltür finden. Oh Gott, die sind ja hier überall. Schon direkt am Anfang ist eine, ne? Die ist aber hier auch schon wieder versteckt. Man kann es gar nicht sehen. Aber gut, man muss erstmal die erste sehen. Und dann achtet man da vielleicht auch mal drauf. Und dann weiß man da auch Bescheid.
So, Moment, das ist ja eine wunderbare Geschichte hier. Also ich kann die schon mal nicht befreien, das ist schon mal klar. Na, ich muss, warte mal, Moment, habe ich noch Bomben? Okay, ich werde mich wieder umbringen. So, jetzt aber nochmal hier mit Konzentration. Jo, wunderbar. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Speicherpunkt finde. Weil ich es gerne schon so hätte, dass ich da jetzt nicht noch tausendmal die Geschichte neu machen muss. Genau, da ist ja schon einer. Wunderbar. Boom. Und wieder zurück. Genau, so, hier auch rein. Genau, so. Okay, jetzt ist das an. Ich werde erstmal hier durchgehen, gucken, was hier passiert. Ah, alles klar. Ich hoffe, die anderen Kollegen werden sich noch nicht... Was kann der denn hier? Ach so, das ist hier nur die Falltür. Hä? Ach so. Okay. Dann werde ich mich umbringen. Der ist ja nur hinderlich. So. Genau. Warte, wen nehme ich denn schon mal mit? Ich könnte den Typen, der da gerade am rumschrubben ist, schon mal mitnehmen. Moment, ich warte noch eben kurz die nächste Spur ab, da. So, du folgst mir jetzt auch. So, ich hänge mich hier mal ganz kurz runter. Ja, es klappt. Komm mit. Dann, du folgst mir. Du folgst mir auch. Runter, 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 runter. So. Follow me. Du auch. Gut. So. Alle hereinspaziert. Wunderbar. So, genau. Dann können wir wahrscheinlich jetzt mal gucken, ob ich die andere nicht auch noch retten kann. So. Genau, jetzt ist das nämlich langsamer. Eieiei, das ist so eine ganz schöne Geschichte. Das klappt aber alles, so wie ich es sehe. Genau, so, nehmen wir dich mal mit. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu eng wird. So, ich roll erstmal jetzt hier dran. Genau. Das klappt doch so. Moment, dann ist es nämlich jetzt langsamer. Jetzt warte ich jeden Augenblick ab, kommt mit. Genau, jetzt werden wir hier runtergehen und euch auch schon mal befreien. So, auf geht's in die Freiheit. So, was mache ich denn jetzt denn noch? Ich könnte jetzt natürlich nochmal sterben. Aber ich denke, das dürfte mir nicht passieren. Wobei, ich weiß nicht, ob ich auf Nummer sicher gehen soll. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier... Ist das schneller? Das andere ist langsamer. Nee. Ich werde eben kurz speichern gehen, indem ich einfach in einen Checkpoint laufe. So. Und dann habe ich nämlich wieder die alle Zeit der Welt quasi, mir auch mal ein paar Fehler zu erlauben. Das hat ja auch, glaube ich, irgendwie im Schwierigkeitsgrad normal gestanden. Du wirst jeden Checkpoint brauchen. Das merke ich jetzt auch gerade. Weil
Ich weiß nicht, wenn man nicht unbedingt möchte, dass die ganzen Mudokons sterben, oder wenn man einfach verhindern möchte, dass man, ja, besser, wenn man es die Chance hat, es zu verhindern, dass ein Mudokon stirbt, dann muss man wirklich alle ja, Checkpoints nutzen, oder sollte man nutzen, um nicht immer wieder bei Null zu landen. So, die Geschichte nochmal so. Und dann werde ich den, glaube ich, mir doch schnappen. Ne, ich kann mir den nicht schnappen. Yo, ich wollte eigentlich sagen, stay. Das wollte ich eigentlich tun. Genau, das ist ja gerade sowieso langsam. Runter mit dir. So. So, jetzt sage ich, follow me. Genau. Dann werde ich die Geschichte umstellen. Ich würde stay sagen, also dass er warten soll. Oh, dann werde ich jetzt hier runtergehen. So. Genau, du bist ja auch schon an der richtigen Stelle. Und let's go, tschüss. Willkommen in der Freiheit, liebes Mudokon-Viech. Genau, dann werden wir jetzt hier auch uns weiter nach oben begeben. Wieder. So. Und wir haben es geschafft. Ja, ist ja wunderbar. So, ich denke auch, die Zeit könnte eventuell uns wieder zum Narren halten und, oder die Zeit hält uns auch wieder zum Narren. So ist es richtig, die Zeit ist, glaube ich, um. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte es aber sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid mir nicht böse, wenn es doch zu kurz wird, dass die Folge jetzt zu kurz geworden ist. Natürlich könnte ich das länger machen, aber dann habt ihr keine Quatsch-Abmoderation und das will ich euch auch jetzt nicht unbedingt antun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der fünften Ausgabe. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Das heißt, ich begrüße euch gleich wieder in Folge 6. Das heißt aber eigentlich für euch, wenn ihr jetzt ganz aktuell dabei seid, erst morgen. Für alle anderen, die erst später eingeschaltet haben, ja, wir sehen uns, wie gesagt, gleich in Teil 6 wieder. Bis dann, tschüss!